first talk for today is by Hannes Meinert. It's titled Leaving Legacy Behind. It's about reduction of carbon footprint through microkernels in the Mirage OS. Give a warm welcome to Hannes. Hallo, liebe Zuhörer bei dem auf dem Übersetzungsstream. Wir haben momentan noch Probleme mit der Tonübertragung. Der Techniker ist informiert und kümmert sich darum. Wir bitten darum, noch geduldig zu sein. Der Vortrag hat leider schon angefangen, aber wir versuchen so schnell wie möglich dann einzusprengen. Vielen Dank. On top of that, we usually run the Unix kernel, so to say, that is marked here in brown, which consists of a file system. Then it has a scheduler, it has some process management, it has a network stack, so a TCP/IP stack. It also has some user management and hardware and drivers, so it has drivers for the physical hard for the network interface and so on. The brown stuff, so the kernel runs in privileged mode. It exposes a system call API or a sockets API to the actual application we are there to run, which is here in orange. So the actual application is on top, which is the application binary. It may depend on some configuration files distributed randomly across the file system with some file permissions and so on. Then the application itself also depends likely on a programming language runtime that may either be a Java virtual machine if you run Java, or a Python interpreter if you run Python, or a Ruby interpreter if you run Ruby, and so on. Then additionally, we usually have a system library, libc, which is the runtime library basically of the C programming language, and it exposes a much nicer interface than the system calls. We as well may have OpenSSL or another crypto library as part of the application binary. Hallo, nochmal kurz wiederholt die Information. Wir haben leider gerade Tonprobleme und können den Vortrag daher momentan nicht übersetzen. Der Techniker ist informiert und wir hoffen, die Probleme werden schnellstmöglich beseitigt. Wir machen dann mit dem Talk weiter, sobald es möglich ist. Vielen Dank. So that they are not randomly writing into each other's memories and so on. Now, if the orange stuff is compromised, so if you have some attacker from the network or from wherever else who's able to find a flaw in the orange stuff, the kernel is still responsible for strict isolation between the orange stuff. So as long as the attacker only gets access to the orange stuff, it should be very well contained. But then we look at the bridge between the brown and the orange stuff, so between kernel and user space, and there we have an API which is roughly 600 system calls, at least on my FreeBSD machine here, in syscall. So it's 600 different functions, or the width of this API is 600 different functions, which is quite big, and it's quite easy to hide some flaws in there. And as soon as you're able to find a flaw in any of those system calls, you can escalate your privileges. And then you basically run in the brown mode, so in kernel mode, and you have access to the raw physical hardware, and you can also read arbitrary memory from any process running there. So now, over the years, it actually evolved, and we added some more layers, which is hypervisors. So at the lowest layer, we still have the hardware stack, but on top of the hardware, we now have a hypervisor, which responsibility is to split the physical hardware into pieces and slice it up and run different virtual machines. So now we have the white stuff, which is the hypervisor, and on top of that, we have multiple brown things and multiple orange things as well. So now the hypervisor is responsible for distributing the CPUs to virtual machines and
the memory to virtual machines and so on. It is also responsible for selecting which virtual machine to run on which physical CPU, so it actually includes a scheduler as well. And the hypervisor's responsibility is, again, to isolate the different virtual machines from each other. Initially, hypervisors were done mostly in software. Nowadays, there are a lot of CPU features available, which allows you to have some CPU support, which makes them fast, and you don't have to trust so much software anymore, but you have to trust then the hardware. So that's extended page tables and VTD and VTX stuff. Okay, so that's the legacy we have right now. So when you ship a binary, you actually care about some tip of the iceberg. That is the code you actually write and you care about. You care about deeply because it should work well and you want to run it. But at the bottom you have the sole operating system and that is und unten habt ihr den das Betriebssystem und das ist eigentlich alles das, was ihr braucht. Also ein normales Betriebssystem kann man halt nicht ohne den Eisberg unterhalb des Wassers bekommen. Man braucht halt alles bei normalen Betriebssystemen. Und zusätzlich es gab einen interessanten Blog-Eintrag vom Google Project Zero von einem Sicherheitsforscher, der folgendes Statement, folgende Aussage in seinem Blog gemacht hat, dass sie halt über, also 108 Sicherheitslücken gefunden haben und mehr als zwei Drittel davon dieser Sicherheitslücken waren Memory Corruption Probleme, also die Angriffe auf den Speicherinhalt. Und das war halt ein sehr großer Anteil. Und warum passierte das? Und im Unix-System verwenden wir hauptsächlich verwenden wir Programmiersprachen, wo wir den Speicher selber verwalten. Und das führt natürlich auch zu einigem Code, der halt, also sehr viel Code, der all diesen Speicher verwalten muss, manuell. Und jetzt haben wir halt über Altlasten gesprochen. Nun lasst uns über das Ziel dieses Vortrags sprechen. Also, wir wollen natürlich die Angriffsfläche reduzieren. Und wir haben halt viele Programmiersprachen, die noch aus den 70ern kommen, aber auch aus den 80ern. Und dann ist halt auch die Frage, welche Sprache verwendet man denn am besten? Es gibt natürlich jetzt sichere Sprachen wie Java oder Rust. Aber ein weiterer Punkt ist, dass ich einfach die Angriffsfläche reduzieren will. Ich möchte den orangen und den braunen Teil hier reduzieren, um die Angriffsfläche zu reduzieren. Und als Anwendung davon möchte ich die Komplexität des gesamten Systems reduzieren. Und das Problem ist natürlich, wenn man jetzt eine Datei hat, die falschen Rechte hat im System, dann ist das natürlich ein sehr ärgerlicher Fehler. Und das ein weiteres und natürlich auch das Endziel ist, was natürlich auch zum Thema der Konkurrenz des Kongresses passt, ist den CO2-Ausstoß, der durch diese Services oder durch diese Dienste produziert wird, zu minimieren. Und dafür wollen wir natürlich dann auch zum Beispiel die Rechenzeit reduzieren. Und wenn wir jetzt die Komplexität des Systems reduzieren, dann bedeutet das auch, dass wir die Menge an Berechnungen reduzieren, die benötigt werden. Was ist der Mirage OS Unikernel? Daran arbeite ich seit 6 Jahren.
Die generelle Idee ist, dass jeder Dienst isoliert ist als ein eigener Kernel, so dass man kein generelles System hat, das für alles gut ist, sondern dass man sehr spezialisierte Systeme hat. Man hat einen Unikernel, der nur DNS-Namensauflösung macht. Und man braucht daher auch kein Prozessmanagement, weil es einfach nur einen zentralen Prozess gibt. Und ein DNS-Auflöser braucht auch kein Dateisystem. Und daher brauchen wir auch keine virtuelle Speicherverwaltung. Und alles läuft in einem großen Adressraum. Und in unserem Projekt verwenden wir eine Programmiersprache, die sich OCaml nennt, die halt automatische Speicherverwaltung mitbringt. Und wir nutzen diese Speicherverwaltung und diese Isolation, die halt garantiert werden durch diese Sprache, zu unserem Vorteil. Und das ermöglicht uns, in einem großen, aber einzigen Adressraum zu arbeiten, und das Ganze ist dann trotzdem vollkommen sauber und sicher. Und wenn wir jetzt einen einzelnen Dienst haben, und dann packen wir halt die Bibliotheken und die ganzen Sachen, die dieser Dienst im Speziellen braucht, die packen wir da rein. Also zum Beispiel jetzt eine Eingabe, also ein Terminal werden wir jetzt nicht reinpacken, weil das braucht ein DNS-Resolver halt nicht. Und die Bibliotheken werden unabhängig vom gesamten System entwickelt, und die können natürlich auch benutzt werden von verschiedenen Diensten, die dann in Unikerneln enden. Und ein weiterer Punkt ist dann die Freiheit, aber auch die Einfachheit, dass wir alles sehr einfach haben, und dann im Sinne, wir haben auch keine eigentlichen Prozesse mehr, wir haben einfach nur einen Kernel. Und wir arbeiten auch nicht mit Preemptive. Und wir arbeiten auch nicht mit präemptiven Multitasking und Ähnlichem. Wenn man das ist, dann hat man Funktionen, die können an jedem Moment unterbrochen werden, weil es irgendwas gibt, das Wichtigeres macht, das unterbricht dann die Arbeit und macht was anderes. Das machen wir nicht. Wir haben keine Interrupts. Und ja, wie ich gesagt habe, es wird als eine virtuelle Maschine ausgeführt. So, wie sieht das aus? Jetzt haben wir das gleiche Bild wie vorher. Wir haben das Host-System, das ist dieses bronzefarbene. Und darüber haben wir ein paar virtuelle Maschinen. Ein paar arbeiten wie über KVM oder QEMI, über wie ein Unix-System, nutzen irgendwie ein Virt.io links und rechts. Und links in der Mitte haben wir diesen Mirage aus Unikernel, und das Host-System läuft überhaupt kein QEMU oder sowas. Wir rufen einen minimalen sogenannten Contender, dieses Solo 5 HVT-Prozess hier. Das ist etwas, das nur ein bisschen ein paar Ressourcen vom Host-System alloziert für das vom Host-System und Arbeit erlaubt unserer VM damit zu interagieren. So, dieses Solo 5 HVT initialisiert den Speicherbereich, lädt das Mirage aus Binary und startet das Programm. Und dann, die virtuelle CPU braucht ein bisschen Initialisierung, und dann bootet er einfach das Mirage aus Binary. Und Solo 5 und Mirage OS haben ein Interface. Dieses Interface nennen wir Hypercalls, und dieses Interface ist ziemlich klein, ist halt insgesamt nur 14 verschiedene Funktionen. Also eine Main-Funktion Yield, um die Argumente des Programms zu kriegen, ein Clock-Aufruf, der halt die Unix-Uhrzeit, die POSIX-Uhrzeit holt, um für Timestamps und für Timezonen Geschichten. Dann gibt es eine monotone Uhr, die halt garantiert, dass die
Zeit halt immer größer wird. Dann haben wir ein Konsoleninterface. Das ist nur in eine Richtung. Das heißt, wir können nur Daten ausgeben. Wir lesen nie von der Konsole. Wir haben Block-Devices und Network-Interfaces. Und das sind alle Hypercalls, die wir haben. Wenn wir ein bisschen mehr in die Details gucken, wie Mirage OS Unikernel aufgebaut ist. Hier gibt es ein Bild auf dem links, den Contender in dem unten und dann in Pink, in Blau. Und in Pink darüber habe ich Teile von Code, die auch ein bisschen C noch enthalten in Mirage OS. Und im Grünen ist dann Code, der überhaupt kein C mehr enthält, sondern nur noch OCaml. Wenn wir uns an den C-Code angucken, der gefährlich ist, weil wir in C uns mit Speicherverwaltung selbst kümmern müssen, was heißt, es ist ein bisschen gefährlich, wir müssen ja den Code sehr gründlich studieren. Wir haben den UCaml Runtime, das sind etwa 25.000 Zeilen Code. Dann haben wir eine Bibliothek, die NoLibC, das ist im Prinzip eigentlich nur eine C-Library, die malloc und Zeichenkettenvergleich und sowas, ein paar Standardfunktionen implementiert, die die Runtime benutzt. Das sind vielleicht 8000 Zeilen. NoLibC hat auch einen ganzen Haufen Stubs, die einfach nur Exit aufrufen oder Null zurückgeben, weil wir einfach die Runtime diese braucht, damit wir weniger Patches in die OCaml Runtime einbauen müssen. Dann haben wir eine Bibliothek, Solo5 Bindings. Das sind im Prinzip etwas, das direkt in Hypercalls übersetzt und dann die Hypercalls darauf zugreifen kann und mit dem Host-System kommunizieren kann. Das sind etwa 2000 Zeilen Code. Und dann haben wir eine Mathematik-Library für Bibliothek für Sinus und Cosinus und diese ganzen mathematischen Funktionen. Das ist die Standard-Lib irgendwas im FreeBSD-Code. Das ist etwa 22.000 Zeilen Code. Also ich habe ein bisschen über den unteren Layer geredet, über die untere Schicht geredet und jetzt ein bisschen mehr über das, was man da laufen lässt. Also was dann unten drauf laufen ist. Es gibt auch noch einen andere Möglichkeit, man kann auch Xen oder CubeOS als untersten Layer laufen lassen, aber darauf gehe ich jetzt hier nicht ein. Es gibt dieses Solo5, ist eine Sandbox-Umgebung, um halt Unikernel laufen lassen zu können. Man sagt ihm einfach zum Startup-Zeit, wie viel Speicher man braucht, welche Netzwerkinterface oder Blockgeräte man braucht, die werden alle statisch alloziert. Es gibt keine dynamische Resource-Verwaltung, also man kann nicht später irgendwie ein neues Netzwerkinterface hinzufügen. Das ist nicht unterstützt. Das macht den Code sehr viel einfacher. Wir haben nicht mal dynamische Allozierung in Solo5. Dann haben wir das Hypercall-Interface, wie ich gesagt habe, 14 Funktionen. Dann haben wir Bindungen für verschiedene Ziele, halt KVM, das ist ein Hypervisor für Sinus-Projekt, aber auch für Beehive, für es ist FreeBSD oder VMM, für OpenBSD. Wir zielen auch auf andere Systeme wie Gnode, was ein Betriebssystem ist, das auf einem in C++ geschriebenen Microkernel beruht, dann am Word.io, was ein Protokoll ist, das typisch zwischen dem Host-System und dem Gastsystem benutzt wird und in vielen Cloud-Deployments benutzt. QEMO zum Beispiel stellt eine Word.io-Implementierung zur Verfügung. Und die letzte Implementierung von Bindungen für Solo5 ist SecComp, also Linux SecComp. Das ist ein Filter im Linux-Kern, wo man die Prozesse einschränken kann, dass sie nur einige wenige oder kleine Auswahl an Systemaufrufen durchführen können. Und wir benutzen SecComp. Man kann es ohne virtuelle Maschine deployen in dem SecComp-Fall, aber man kann halt beschränken, welche Systemaufrufe es durchführen kann.
Sandbox Solo 5 gibt ihm auch ein Host-System-Tender, wenn man ihn braucht. In KVM haben wir bereits den Solo 5 HVT gesehen, der ein Hardware-Tender ist, ein kleines Programm, damit wir, wenn wir QEMU laufen, sind das ein paar hunderttausend Zeilen Code und Solo 5 HVT sind nur ein paar tausend Zeilen Code. So, wenn wir hier haben wir einen Vergleich von links nach rechts mit Solo 5, wie das der Host-System oder der Host-System-Betriebssystemkern und das Gastsystem interagieren. Also wir haben eine Wirtsmaschine, eine ganz normale Linux, QEMU, KVM-basierte Maschine. Ganz rechts haben wir dann den einen Host und einen Container. Ein Container ist auch etwas, wo man so viel Zugriffe von Prozessen restringieren oder beschränken möchte, damit man halt Angriffe leicht schwieriger möglich sind. Also ganz links haben wir Solo 5, sind ein paar Teile laufen von Solo 5 laufen im Host-System und ein paar laufen in dem Unikernel. Das ist das Solo 5 Bindings, das ich gerade erwähnt habe, das dafür da ist, zwischen dem Host und dem Gastsystem, wird's mit dem Gastsystem zu kommunizieren. Und wir sehen in dem mittleren Fall, wo typischerweise WirtIO benutzt wird, ist die Schnittstelle zwischen dem Host und dem VM-System sehr viel größer. Und gibt viele Dinge, wo man immer was falsch machen kann. Und dann geht der Floppy Disk Driver, kann dann irgendwelchen ausnutzbare Lücken haben, auch wenn heutzutage die meisten Betriebssysteme eigentlich überhaupt keine Floppy Disks mehr benötigen. Und auf der rechten Seite sieht man, dass das Host Interface für einen Container viel größer ist als bei einer VM, weil es ist genau alle Systemaufrufe, die man hatten, alle 600 noch was Systemaufrufe. Und wenn man halt die Sicherheit auditieren will, muss man im Prinzip alle diese Calls überprüfen. Das ist ein kurzer Vergleich zwischen den Ansätzen. Wenn man ein bisschen mehr daran gucken, was Solo 5 machen kann, was wir heute links können wir einen Hardware-virtualisierten Tender laufen. Das kann Linux oder FreeBSD oder OpenBSD unten. Und man hat einen Solo 5 Blob, der oben drauf ist. Das ist das blaue Teil. Oben drauf hat man dann den Unikernel. Auf der rechten Seite sieht man den Linux Seccomp Prozess und wir haben einen sehr viel kleineren Solo 5 Blob. Wir müssen nicht mehr viel machen, weil die meisten Hypercalls einfach in System Calls übersetzt werden und wir gehen von denen los und wir müssen nicht zwischen dem Host und dem Gastsystem kommunizieren, weil Seccomp einfach als Host-System-Prozess läuft und man hat diese ganze Virtualisierung nicht. Der Vorteil davon, von Seccomp benutzen, ist, dass man es installieren kann, ohne dass man die Virtualisierungsfeatures der CPU benutzen muss. Und um das noch kleiner zu machen und jetzt kommt der MoEM. Das ist ein Aufteilungskernel, der in ADA geschrieben ist. Und was man versucht, ist eben, dass man dieses große Linux-System los wird. Und MoEM ist ein Open-Source-Projekt in der Schweiz, das in der Schweiz entwickelt wurde. Und es benutzt Spark, um die Isolation der Speicherbereiche zu garantieren. Und MoEM geht auch noch einen Schritt weiter und sagt auch, dass das Gastsystem jetzt zum Beispiel keine statische Allokierung mehr machen kann. Das Host-System macht jetzt halt auch keine dynamische Allokierung mehr. Das MoEM macht halt nur noch statische Ressourcenverwaltung. Und dadurch kann man halt viele Sachen im Voraus festlegen und man sagt halt, wie viele Virtual Maschinen, wie viele Unikernels wollen wir haben und das legen wir halt im Voraus fest. Und dann sagt man halt auch explizit, welche Virtual Maschine muss mit welcher anderen sprechen. Und daher gibt es halt zur Laufzeit auch keine dynamische Ressourcenverwaltung.
Und das macht das gesamte System deutlich weniger komplex. Und dadurch hat man auch viel weniger Zeilen Code. Um diesen Teil abzuschließen und auch was Mouen angeht, möchte ich gerne Antoine de Saint-Exupéry zitieren. Perfektion ist erreicht, wenn es nichts mehr gibt, was man hinzufügen kann, sondern wenn dort nichts mehr ist, was man noch wegnehmen kann. Und naja, ein sicheres System ist ein System, das nicht existiert, aber Einfachheit hilft, Sicherheit zu erreichen. Und natürlich ist jetzt auch die Frage, warum verwenden wir jetzt diese seltsame Sprache OCaml und was hat es damit auf sich? Und naja, OCaml gab es schon vor 20 Jahren und es ist eine Multiparadigme-Programmiersprache und das Ziel dieser Sprache ist, möglichst deklarativen Code zu haben und dafür bietet die Sprache orthogonale Abstraktionshierarchien an, wie Variablen, Funktionen und Funktionen höherer Ordnung. Das bedeutet, dass eine Funktion eine andere Funktion als Funktionsargument akzeptieren kann. Und auf diese Art und Weise kann man dann sich mehr auf das eigentliche Problem fokussieren, anstatt sich mit Boilerplate oder zu viel Code zu beschäftigen. In OCaml gibt es ein sehr expressionsstarkes, statisches Typsystem, das viele Fehler bereits zur Compile-Zeit findet. Und dadurch werden halt viele mögliche Probleme bereits zur Compile-Zeit gefunden und bereiten einem später keine Probleme. Und naja, Typsysteme, ihr kennt das vielleicht von Java, das kann echt nervig sein, wenn man immer explizit alles notieren muss. Aber OCaml hat halt Typinferenz, ähnlich wie bei Scala oder anderen Programmiersprachen, sodass auch wenn alles streng typisiert ist, muss man halt selber nicht sonderlich explizit sein bei den Texten. Und die Typen werden dann auch nach der Kompilierung halt entfernt, sodass diese Typen während der Laufzeit nicht mehr existieren. Und OCaml kompiliert zu nativen Maschinencode, der direkt auf der CPU laufen kann. Und daher braucht man auch keinen Interpreter oder eine abstrakte Maschine. Und daher ist man halt so schnell, wie man sein kann. OCaml hat ein besonderes Charakteristikum und das ist das Modulsystem. Und man hat jetzt verschiedene, also jeder Wert ist in einem Modul definiert und dann kann man halt ja, und jedes Modul hat ein Interface und jeder Wert sitzt einem Modul. Man kann einem Modul einen Chip geben und dann können sie das ist die Signatur, alle Werte und Funktionen in einem Modul, das ist das Interface dieses Moduls. Dann gibt es eine andere Abstraktion in OCaml, das sind Funktoren. Funktoren sind im Prinzip Kompilierzeitfunktionen, die von Modulen auf Modulen abbilden. Die erlauben Parametrisieren. Man kann zum Beispiel eine generische Funktion, wo man eine Map ist, zum Beispiel einfach eine Map, eine Hashmap oder vielleicht ein binärer Baum. Und alles, was man braucht, ist irgendeine Vergleichsfunktion für die Schlüssel. Und das wird in OCaml durch ein Modul moduliert, hat ein Modul Map. Und man hat einen Funktor make, das nimmt irgendein Modul, das diese Vergleichsmethode implementiert und erzeugt dann eine Map-Datenstruktur für diesen Schlüsseldatentyp. Mirage benutzt dieses Modulsystem sehr umfangreich. Wir haben diese Ressourcen, die alle unterschiedlich sind zwischen Zen und KVM und so. Und jede dieser
Ressourcen wie ein Netzwerkinterface haben eine Signatur und eine zielspezifische Implementierung. Wir haben zum Beispiel einen TCP-IP-Stack, der ist sehr viel höher als die Netzwerkkarte, dem ist relativ egal, ob man auf Xen läuft oder KVM. Man programmiert einfach gegen dieses abstrakte Interface des Netzwerkstacks. Aber man muss in den TCP-IP-Stack, der keinen Code schreiben, der irgendwie auf Xen oder KVM spezifisch ist und da läuft. Mirage benutzt auch nicht die komplette OCaml-Programmiersprache. OCaml hat auch ein Objektsystem und wir benutzen das praktisch gar nicht. OCaml erlaubt auch veränderlichen Zustand und wir benutzen veränderlichen Zustand nur sehr selten. Wir benutzen halt unveränderliche Daten so gut wie immer. Es gibt auch ein Value Passing State, also Zustand und Daten werden in und ein neuer Zustand. Der Ausgang ist der neue Zustand, der vielleicht verändert ist und irgendeine Antwort, zum Beispiel irgendein Netzwerkpaket oder Applikationsdaten. Oder der Output kann ein Fehler sein. Zum Beispiel, weil der Eingangszustand ungültig ist oder irgendwelche Beschränkungen verletzt. Und Fehler sind halt auch getypt, also sie werden in der API deklariert und ein Aufrufer einer Funktion muss all diese Fehler tatsächlich behandeln. Wie gesagt, es ist Single Core, also nur ein Kern, aber es gibt ein paar Event-based oder Promise, also versprechensbasierten Sachen für nebenläufige Programmung. Und wir haben die Möglichkeit, sehr starke Invarianten zu spezifizieren, zum Beispiel, dass ein Buffer read-only ist. Und dieses Runtime-System ist also ziemlich, ziemlich gut. Lass uns ein paar Fallbeispiele gucken. Das erste ist Unikernel, das ist die Bitcoin-Pinata. Die haben wir in 2015 angefangen, als wir mit unserem TLS-Stack einigermaßen zufrieden waren, den wir von Anfang an neu implementierten. Wir hatten keinen TLS-Stack diesen neuen TLS-Stack in OCaml und wir wollten ein bisschen Marketing dafür machen. Die Bitcoin Pinata ist im Prinzip ein Unikernel, der TLS benutzt und einem TLS-Endpunkte zur Verfügung stellt und enthält den privaten Key für ein Bitcoin-Wallet, in dem 10 Bitcoin drin waren. Ist ein Security-Herausforderung. Also wenn man das System knacken kann, dann kann man diesen privaten Key kriegen und man kann mit den 10 Bitcoin machen, was man will. Und da es auf der Blockchain ist, kann jeder sehen, ob es gehackt wurde oder nicht. Das war 3 Jahre lang online und es ist halt nicht gehackt worden. Und die Bitcoin, die wir hatten, waren nur geliehen von Freunden und die wurden dann von anderen Projekten weiter benutzt. Hier können wir sehen, wir hatten ein bisschen HTTP-Verkehr, irgendwie ja, 600.000 Hits. Und hier habe ich eine Größenvergleich von der Bitcoin-Pinaten. Links, das ist der Unikernel, das sind etwa 8 Megabyte oder 100.000 Zeilen Code. Und auf der rechten Seite hat man etwas sehr Ähnliches, aber das läuft als ein Linux-System, das läuft ein OpenSSL-S-Server, was so ungefähr der kleinste TLS-Server, den man auf einem Linux-System kriegen kann, wenn man OpenSSL benutzen müsst. Und da haben wir eine Größe von ungefähr 200 Megabyte Code oder über 2,5 Millionen Zeilen Code, die dahin, also mit Mirage, deutlich kleinere Codebasis. Die Performance-Vergleich von, den wir auch 2015 auf einem Laptop gemacht haben, und da kam heraus, ja, wir sind ungefähr genauso schnell wie andere Implementationen. Ein anderer Fallbeispiel ist ein CalDAV-Server, den wir letztes Jahr gemacht haben.
der ist vom Prototype Fund gefördert wurde, einem deutschen Regierungsförderprogramm. Er ist interoperabel mit anderen Clients. Wir benutzen kein Plops oder so. Man kann kein proprietäre Protokolle. Wenn man ein Kalender-Element hat, dann macht man einfach einen Git-Push, wenn man einen neuen Termin hinzufügen will. Es gibt auch ein User-Interface in JavaScript und wir haben das halt damit gebundelt. Es ist online, Open Source, ein Demo-Server läuft und der Server ist ja. Hier sind ein paar Statistiken mit dem direkt auf die CPU-Usage. Wir hatten den Glück, wir haben vorher für eine Weile als Prozess auf einem FreeBSD gelaufen haben, das ungefähr bis dahin ist da. Und bis dahin haben wir gesagt, okay, lass uns das nach Mirage portieren und das FreeBSD-System darunter gehen. Und wir können sehen, das sind hier am 1. Juni, das ist hier der Monat Juni, das erste fährt am 1. Juni links an und endet mit dem letzten am rechten. Links haben wir die Zahl der CPU-Sekunden oder die Zahl der CPU-Ticks, rechts auf der Reihe sind virtuelle CPU-Ticks mit einem Debugger-Counter vom Hypervisor, von Beehive in FreeBSD in diesem Fall. Und was man hier sehen kann, dieser massive Abfall um einen Faktor 10. Das war der Moment, wo wir von einer Unix-virtuellen Maschine mit einem Prozess zu einer Standalone-Mirage-OS-virtuellen Maschine geschaltet haben. Wenn man größer, wir sehen auch, der Speicher hier ist um Faktor 10 kleiner geworden oder sogar mehr. Das ist hier eine logarithmische Skala. Die Network-Bandbreite ist deutlich hochgegangen, weil wir jetzt auch die ganzen Monitoring über Network Interface gemacht haben. Aber ja, das ist CalDAV. Ein anderes Fallbeispiel ist ein autorativer DNS-Namensserver. Ich habe ein Tutorial darüber geschrieben, deshalb überspringe ich das hier. Wir haben wenig Teil. Ein anderer Fallbeispiel ist ein Firewall für CubeOS. CubeOS ist ein einigermaßen sicheres Betriebssystem. Es benutzt Xen, um Workspaces und Anwendungen zu trennen, etwa ein PDF-Reader. Also wenn man halt ein PDF schickt, dann startet es eine virtuelle Maschine, die nur läuft, um halt das PDF zu öffnen und endet dann nachher. Der Mirage Firewall ist ein kleiner Ersatz für den ursprünglichen Linux-basierten Firewall in XAML. Und statt zum Beispiel vorher 300 Megabyte benutzt er nur noch etwa 32 Megabyte Speicher und hat auch ein bisschen Support für dynamische Firewall-Regeln, die CubeOS 4, das wird ist noch nicht jetzt gemerged, aber das ist in Vorbereitung. Und Bibliotheken in Libraries, wir haben jetzt nicht alles von selbst geschrieben, sondern wir haben auch einige Sachen auch von anderen Produzenten genutzt. Wir haben hier auch noch eine Liste von Mirage OS Unikernels, die ihr euch selber anschauen könnt. Uns interessiert natürlich auch, das Kompilieren reproduzierbar zu machen, und aus Sicherheitsgründen bieten wir auch keine vorkompilierten Programme an, sondern nur den Quellcode. Und wir wollen natürlich auch erreichen, dass, wenn man es kompiliert mit dem gleichen Quellcode, dass auch das gleiche Endprodukt nach dem Kompilieren rauskommt. Und ja, unsere Mirage OS Unikernels sind reproduzierbar seit neuestem. Und wir arbeiten aber weiterhin daran, die Hilfsprogramme auch auf Reproduzierbarkeit zu optimieren, so dass wir halt den Grad der Reproduzierbarkeit noch mehr erhöhen. Ein weiterer Punkt ist die Supply Chain Security, also die Kette der Bereitstellung von Diensten oder von Quellcode. Und wir haben wir wollen halt Signaturen, also elektronische Signaturen unterstützen, damit sichergestellt werden kann,
dass der Quellcode tatsächlich von der Person stammt, von der es angegeben ist zu stammen. Wie sieht es mit Deployment, also dem Ausspielen auf Computersystem aus? Wir haben momentan noch kein Orchestrationssystem, also jetzt für die Verteilung auf viele Systeme. Wir haben, also MirageOS erzeugt eine libwirt.xml-Datei für jeden Unikernel, die man dann auch Anmerkungsübersetzer, das habe ich nicht verstanden. Wir generieren ebenfalls XL und XE-Dateien für die Xen-Unikernels. Auf der anderen Seite haben wir ein Orchestrierungssystem programmiert, das sich Albatros nennt, das für die Verwaltung von Unikernels und dem Deployment von Unikernels genutzt werden kann. Und es ist, ich muss passen. Das ist eine Art minimales Orchestrierungssystem, weil ich nicht, wenn ich mit diesem kleinen Unikernel habe, dann einen diesem riesigen Kubernetes mit Millionen haben will. Und das kann ich halt, ich kann den Konsolen-Output sehen. Ja, die Metrik habt ihr, die Screenshots, die ihr eben gesehen habt. Und das ist im Wesentlichen das. Und da ich dachte, okay, ich habe auch einen TLS-Stack gebraucht, lass es uns das für ein Remote Deployment benutzen. In TLS hat man gegenseitige Authentifizierung. Man kann Client-Zertifikate in TLS haben und ein Zertifikat ist im Wesentlichen ein authentifizierter Key-Value-Store. Also man kann andere Daten da rein tun mit Key, wo die Schlüssel irgendwelche sogenannte Object Identifiers sind und die Werte sind irgendwelche andere Dinge. TLS-Zertifikate haben diesen großen Vorteil, dass man sie während eines TLS-Handshakes, der über den Draht ausgeführt wird, halt nicht in Base 64, sondern in einem Basic Encoding, was sehr viel netter ist für die Anzahl der Bits, die übertragen werden müssen. So, es wird nicht in Base 64 übertragen, sondern in Basic Encoding. Und in Albatros kann man im Prinzip einen TLS-Handshake machen und in dem Zertifikat selbst kann man das Unikernel-Image übertragen und Albatros kann es dann direkt deployen. Und außerdem in X509 hat man eine Kette von Zertifikatsautoritäten und diese enthält auch ein paar Dinge, welche Informationen, welche Policies aktiv sind, wie viele virtuelle Maschinen du auf meinem System deployen kannst, auf welche Netzwerkinterfaces du Zugriff hast. Also Albatros ist ein minimales Orchestrierungssystem, das aus einer Familie von Prozessen läuft, ein paar tausend Zeilen Code, OCaml-Code und benutzt dann natürlich den TLS-Stack und all sowas. Es scheint ganz gut zu funktionieren, also jedenfalls, ich benutze es für mehr als 2000 Unikernels. Was über die Communities? Nun, das ganze MirageOS-Projekt begann um 2008 an der Universität Cambridge. Es war mal ein Forschungsprojekt und es hat immer noch einen ganzen Haufen laufende Studentenprojekte an der Universität Cambridge. Aber heute ist es ein Open-Source-Projekt, hauptsächlich BSD-lizenziert. Wir haben jedes halbe Jahr Community-Ereignisse und wir rekrutieren in Marokko. Und wir benutzen auch unsere eigenen Sachen, wir dogfooden, also wir benutzen unsere DNS-Server und so, um zu gucken, um sie zu testen, um gucken, funktionieren sie. Wir haben einen ganzen Haufen Leute, die zum Open-Source-Projekt beitragen, von überall her. Und ein paar von den MirageOS-Bibliotheken sind benutzt oder werden auch noch benutzt in Docker für Mac und Docker für Windows, die das Gastsystem emulieren oder die bestimmte Wrapper
benutzen und wofür OCaml benutzt wird. Ja, um zum Ende zu kommen, ich möchte noch eine andere Sache ist, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Wo sind wir zum Schluss? Wir haben einen radikalen Zugang dazu, wie man Betriebssysteme entwickeln kann. Wir haben Sicherheit von Anfang an mit sehr viel weniger Code, haben ein sehr viel weniger Angriffsvektoren, weil einfach wir benutzen eine speichersichere Sprache. Wir haben den Kohlendioxidfußabdruck deutlich reduziert, weil wir sehr viel weniger CPU-Time benutzen, sehr viel weniger Speicher. Und wir haben Mirage OS und OCaml selbst hat eine vernünftige Performance. Also wir haben gesehen bei dem TLS-Stack, da ist ähnliche Geschwindigkeit wie OpenSSL oder PolarSSL, jetzt Ember TLS. Und so, die booten einfach sehr schnell in Millisekunden, nicht in Sekunden, weil sie halt kein Hardware-Probing machen. Also die Anlaufzeit ist sehr viel kürzer. Ich möchte allen danken, die in diesem ganzen Stack beigetragen haben. Ich programmiere einen Haufen in OCaml, aber ich wäre nicht in der Lage gewesen, all das hier alleine zu machen. Das ist ein bisschen zu groß. MirageOS hat ungefähr 200 Git Repositories mit den Bibliotheken und so, und fast alle sind halt auf GitHub als Open Source entwickelt worden. Ich arbeite im Moment an einem gemeinnützigen Unternehmen, dem Center für die Kultivierung der Technologie, und wir arbeiten daran, halt MirageOS Unikernels als ein Full-Stack-System zu entwickeln. Ja, wenn ihr daran interessiert seid, dann geht auf uns zu. Ich habe ein paar andere Talks, die damit im Zusammenhang stehen, nicht über MirageOS ist, aber die halt im ähnlichen Ding gehen. Wenn euch das interessiert, guckt euch das an. Vielen Dank. Das ist alles von mir. Thank you very much. Okay, vielen Dank. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber es ist noch ein klein wenig Zeit für Fragen. Wenn die können zum Fragen an den Testen, und Leute draußen können natürlich auch über Twitter oder IRC Sprachen stellen. Ja, genau. Fragen sind ein kurzer Satz mit einem. Okay, wenn ich das zu Hause machen würde, was bräuchte ich? Ist ein Raspberry Pi ausreichend? Großartige Frage. Wir unterstützen auch ARM64. Wenn man einen Raspberry Pi 3 Plus hat mit Virtualisierung, mit der und KVM auf diesem Raspberry Pi Plus unterstützt wird, dann kann man es darauf ausprobieren. Lauter. Sind meisten Unikernel werden heutzutage für Serveranwendungen benutzt, und offensichtlich mit all diesen statischen, präkonfigurierten Dingen von OCaml und Elderspark, das ist gut dazu. Was denkst du, wird es jemals möglich sein, den gleichen Zugang mit all diesen statischen Präkonfigurationen für diese sehr dynamischen Endbenutzer-Desktop-Systeme benutzen, die zumindest heute einen ganzen Haufen Plug-and-Play benutzen? Hast du ein Beispiel, an was du da so gedenkst? So especially with plug-and-play devices like all this USB stuff, we either have to allow. Also heute muss halt wird vieles gemacht, gerade bei Plug-and-Play-Devices wie USB-Device, die reingesteckt werden, rausgesteckt werden. Das müssen wir da den Unikern immer neu starten, um sowas zu erlauben? Yes. So
Ja, wenn man ein USB-Plug-and-Play-System designen möchte, dann kann man den USB-Stick da irgendwo reinstecken und den Unicode-Kernel starten, der nur Zugang zum USB-Stick hat. Aber ich würde keinen Unicode designen, der zufällig alles Plug-and-Play-fähig ist. Eine der Anwendungen, die hier aufgelistet sind, ganz oben ist ein Bildbetrachter. Ein Unicode mit statisch eingebetteten Daten in den Man kann sich jetzt einen Weg über ein Netzwerk vorstellen, für einen wegzureichenden Zugriff. Was ich nicht gesagt habe, ist, Mirage in, anstatt ein General Purpose Betriebssystem zu sein, jeder Client ist ein Single Service, also ist es nicht General Purpose. Holy crap. Man kann sich das nicht als hochdynamisches System vorstellen, wo man Schwierigkeiten hätte, das irgendwo zu integrieren. Gibt es weitere Fragen? Nein, nicht. Also dann vielen Dank, Hannes. Mm-hmm.